Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, heute spielen wir mal in Roblox Parkour Tower. Und ja, ich würde einfach mal sagen, let's go. Das Ganze spiele ich auf meinem Handy und hier gibt's einfach so einen Stressabbauer. Richtig nice, ne? Jetzt habe ich geflogen. Okay, falls man sich aufregt, was war das? Ja, naja, ach so, okay, ja, jetzt habe ich die Stage verstanden. Das Ganze wird heute mal auf dem Handy sein, das Video. Natürlich nicht immer. Also ich werde manchmal auch, also eher selten auf dem Handy, auch manchmal auf dem Computer. Zurzeit werden sowieso nicht so viele Videos kommen, auch wenn ich gestern schon ein paar Videos gemacht habe. Aber ja, es werden halt nicht mehr so viele Videos jetzt kommen. Vielleicht heute nur 1 bis 2 Videos. Und genau. Die Stage mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Also wirklich, ich liebe die. Also lieben, naja, ich mag sie sehr gerne. Ja, dann haben wir nur noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Okay, naja, egal. Der nächste Tower kommt jetzt. Okay. Okay, Leute, der Tower hat jetzt geladen. Und genau, wir haben 10 Minuten Zeit. Ja. Und jetzt starten wir einfach mal. Das passt zu meinem neuen Outfit eigentlich, weil ich habe ein neues Outfit, wie ihr erkennen könnt, glaube ich. Ja. Natürlich werde ich immer mein Outfit mal ändern zu dem, was ich davor hatte. Aber jetzt möchte ich erstmal das mal tragen, weil ich finde das richtig schön, weil ich bin eine kleine Avocado. Oh mein Gott, wie knapp war das. Also Leute, wirklich Avocado-Maske. Einfach alles mit Avocado. Habe ich zwar nur Robux für die Leute, die es wissen wollen. Aber ist mir eigentlich egal, weil ich finde, Robux sind jetzt eh nicht so wichtig fürs Spielen. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viel Robux kaufen und das meine ich ernst. Vielleicht nur noch einmal bei einem bestimmten Update, aber ich möchte jetzt nicht mehr so viel Geld für Roblox ausgeben. Da ich eigentlich schon sehr viele Sachen habe. Also Sachen, die ich mag so. Und man sollte seine Spiele auch, also sein Geld, meiner Meinung nach, für sinnvolle Sachen ausgeben. Nur meiner Meinung nach, natürlich ist es meine Meinung, ihr könnt Geld ausgeben, was ihr wollt. Aber für mich persönlich ist es so, damit ich jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben möchte. Da es ist schon sehr, sehr cool. Mit Robux kann man einiges mehr machen. Gefühlt alles kostet Robux in Roblox, was ich wiederhin nicht so cool finde. Da es dürfen sich halt nicht alle Robux leisten. Das ist halt schon sehr, sehr blöd so von Roblox, weil man braucht für so, so viele Sachen Robux. Und ja, ich setze hier mal meinen Checkpoint hin, weil vielleicht könnte ich den gut gebrauchen. Weil, ja, keine Ahnung, ob ich hier diese Stage schaffen werde. Naja, falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr es mir doch gerne in die Kommentare schreiben. Oh, okay. Ich setze, glaube ich, meinen Charakter zurück. So, jetzt habe ich mal meinen Charakter zurückgesetzt. Weil ich nicht weiß, wie man anders zum Checkpoint zurückkommt. Weil ich ja so, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Und warum bin ich eigentlich so blöd, Leute? Wir sehen es einfach gleich wieder, wenn ich meinen Charakter zurückgesetzt habe. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder hier, weil es dauert halt immer ein bisschen, bis der Charakter zurückgesetzt ist, wie ihr ja vorgesehen habt, ein paar Sekunden. Und es soll euch ja auch unterhalten, das Video. Und es ist ja schon ziemlich langweilig, deswegen schneide ich das halt lieber raus, weil ich möchte halt damit meine Videos viel mit auch Mühe zu tun haben. Also so, ich möchte mir halt auch Mühe geben, weil da verdient man sich halt die Abonnenten. Und wenn man halt sich keine Mühe gibt, so, dann ist es, keine Ahnung, dann hat man das nicht so gut im Gefühl. Man kriegt Abonnenten ohne Mühe. Also, das möchte ich halt bei mir nicht so und deswegen gebe ich mir halt auch Mühe, dann, ja. Weil, ja, ich möchte halt auch nicht damit vielen Leuten oder jeder meine Videos halt mag. Deswegen gebe ich mir halt auch Mühe und frage mich, warum ich da gerade irgendwie hochlaufe. Na egal, machen wir die Stage auch nochmal. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder hier oben bei der gelben Stage. Ja, und ich fliege da gerade immer,
immer wieder runter. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Server. Okay, Leute, ich bin jetzt hier im nächsten Server. Und genau, es haben schon Leute den Tower geschafft. Oder gespeedet, keine Ahnung. Ich glaube, um Speed zu haben, muss man den Tower schaffen. Und hier gibt es auch so ein Fliegeding. Das kann ich auch mal spielen. Also das ist halt dann... Ich habe halt auf Normal gedrückt. Ich drücke halt immer auf Normal, ohne dieses Fliegeding. Ich kann ja hier jetzt mal einblenden, wie das andere Ding aussieht. Und ja. Genau. So. Okay, oh mein Gott. Und Leute, ich bin super froh, weil ich habe ja eine Schneide-App zur Auswahl. Und wenn ich doch schon eine Schneide-App habe, dann benutze ich sie natürlich. Dann werden halt meine Videos noch besser. Und ja, das finde ich halt immer ganz cool, wenn da meine Videos noch besser werden. Und deswegen benutze ich halt auch eine Bearbeitungs-App. Und ja, auf jeden Fall, Leute, geht der nächste Tower jetzt los. Und hier können wir nochmal richtig Stress ablassen. Oh mein Gott, der Arme. Und ja, Leute, wir sehen uns gleich, wenn der letzte Tower geladen ist. Geladen hat. Bis gleich. Okay, Leute, das ist jetzt der letzte Tower in diesem Video, den ich spielen werde. Ich weiß nicht, ob ich alle Minuten durchspielen werde, weil das Video soll ja nicht so 20 Minuten oder so gehen. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch 20 Minuten Video anschauen würdet, weil das ist halt schon echt lang. Und genau. Naja. So. Jetzt versuchen wir das gleich noch einmal. Ja, ich weiß, ich bin einfach gerade gestorben, weil ich zu früh losgesprungen bin. Ja, ich bin nicht so gut in diesen Towern. Okay. Uiuiui, das ist cool. Das ist richtig cool. Also diese Stage gefällt mir. Und ja, ich glaube, ich setze mal einen Checkpoint hin. Ja, okay, Leute. Naja, okay, Leute, das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Habt noch einen schönen Tag.